Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Das ist jetzt schon die zweite Folge. Die erste kam ja relativ gut an. Freut mich sehr. Deswegen gibt es jetzt gleich mal die zweite hinten nach. Ich glaube, ich werde das in Zukunft dann so machen, dass ich dieses Ladebildschirm nicht mehr drin habe, weil der faktisch klappt. So, wir haben heute wieder Mirage. Aber jetzt ohne Warm-up. Das ist jetzt schon die sechste Runde. Der Verdächtige hat 7 Kills, 3 Tode. Also ist eigentlich nichts Besonderes. Also der guckt einfach genauer nach. Und weiß, ah, ist es nicht. Also nicht über... Okay. Egal, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwas wollte ich jetzt ansprechen. Okay, ist noch einer drin steht, hat er nicht gesehen, aber er hat ihn gehört. Genau. Nachdem das jetzt erst die zweite Episode ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt alles so also machen werde. Ich war ja auch im Überlegen, soll ich eine Facecam machen oder nicht. Ich glaube, in dem Fall werde ich es keine machen, aber ob ich jetzt zum Beispiel eine Musik im Hintergrund laufen lasse oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht gut ankommt bei dem Overwatch oder eher nicht, weil es ist ja doch, sag ich mal, als Zuschauer dann interessant, wenn man die Steps und so hört. Da würde die Musik, glaube ich, eher stören. Aber der Verdächtige spielt als CT eher aggressiv, der pusht gerne durch. Aber in dem Fall eigentlich auch gut, weil ihr bekommt die Informationen, was ein Team braucht. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel kann es nicht besser laufen, weil hier hat die Bombe. Auf T-Spawn. Wenn der eigentlich seine Mates callen würde, könnte der auf B jetzt verschieben. Und zu ihm kommen, aber der geht anscheinend über Mitte. Aber ich würde mal wieder sagen, dass das ein Legit Player ist, also. Es hatte 11 Kills, 3 Tode. Ist jetzt auch nichts so Besonderes von den Stats her. Und er spielt das relativ clean. Also das heißt relativ, er spielt das clean. Als ich früher immer die Overwatches gemacht habe, war das Ganze irgendwie seltsam, weil du hattest in jedem Overwatch immer einen Cheater. Also du hast wirklich gesehen, okay, der hat Wallhack, der hat einen Aimer, der geht da durch, spinnt sich 3000 Mal im Kreis in der Sekunde. Aber das ist anscheinend jetzt nicht mehr so. So wie das aussieht, meiner Meinung nach hat Valve, also haben die da in den letzten 2 Jahren doch was gemacht im Anti-Cheat-System. Letztes Jungle. Aber sieht, sie spielen auch mit 2 Autosnipers, sehe ich gerade. Meiner Meinung nach, okay, der hat jetzt sogar Ace gemacht. Job. Aber meiner Meinung nach ist das jetzt eher, die CT spielen mit Autosniper, die holen damit Kills. Der eine hat jetzt zum Beispiel auch 16 Kills, der Verdächtige. Und sehr. Die Terroristen sind mad, werden halt abgefuckt wahrscheinlich und reporten denen es einfach mal, weil sie mad sind. Da bekommt gleich die Info, einer Palace. Den Mitte hat jetzt easy geholt, also den Connector. Jetzt ist noch einer Mitte. Aber ganz ehrlich, wie schlecht sind denn die Gegner? Der steht hinter ihm, hat freies Schussfeld, der hat... Der macht's nicht, ne? Und
Jetzt wird es der A-Push. Da derselbe wieder, der steht Palace, der kann den... Ich weiß halt nicht, was das für eine Waffe hat, den Palace. Aber der war ja eigentlich easy zum Holen. Ja. Mal kurz gucken, 21 Kills, 4 Tode. Ja gut, ja, mit Autosniper ist das Ganze auch easy. Auf City Side überhaupt, der chillt halt irgendwo in einem Corner. Spielt halt jetzt sehr defensiv. Und aimt halt ab mit dem Crosshair, also mit dem Fangkreuz, im Scope. Holt sich da die Easy Frags. Bombe ist vor B, der letzte ist auf A. Meiner Meinung nach ist das irgendeine Low-Elo jetzt. Ich meine, das habe ich auch im letzten Overwatch gesagt, aber die Gegner hatten, sagen wir mal, jetzt Chancen genug, dass sie den einen holen. Lol. Und das alleine wäre auch kein Report. Hat ihn halt jetzt Damage gegeben, den Teammate. Und ist deswegen dann durch den Scout-Schuss des Gegners gestorben. Aber, ja, vielleicht waren das ja auch wirklich zwei Mates, die im Duo-Q gespielt haben, dass die deswegen mit der Autosniper gespielt haben. Vielleicht waren das auch Smurfer, weil das ist keine Cheater, keinen mit Wallhack, keinen mit Aimbot oder irgendwas. Oder jetzt, dass sie wirklich gegrieft hätten, also ihr Team gestört hätten am Gewinnen. Gut, dann war es auch wieder mit dieser Folge vom Overwatch. Wie immer, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann könnt ihr mir hier mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Overwatch macht, den Gegner, also den Verdächtigen reportet. Dafür, dass ihr einfach jetzt nur Team Damage macht oder, sage ich mal, für Kleinigkeiten. Seid ihr da jetzt eher strenger mit der, Beurteilung oder jetzt eher mehr so wie ich, dass über so einen Team Damage oder wie beim letzten Mal einen Team Kill halt darüber hinwegsehen kann. Über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das angesprochen habe, aber es läuft ja noch ein Giveaway vom Monat Juni. Da gibt es 3 NPC Bloodspots zu gewinnen. Könnt ihr in der letzten Road to Glove Unboxing Episode vorbeischauen. Da erkläre ich euch das dann. Dann sage ich euch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.